Man könnte sich im Moment nichts Epischeres vorstellen als ein Kampf gegen Tito Ortiz. Eine Legende aus dem Octagon tritt nun gegen uns an bei UFC Fight Night. Und ich hoffe, dass das der letzte Kampf ist, den wir bei Fight Night bestreiten werden. Denn wenn wir jetzt Tito Ortiz besiegen, ne, der Huntington Beach Bad Boy, dann sollten wir ein ganz klares Zeichen gesetzt haben. Ach, das ist Main Event, ne? Ah ja, Main Event war ja jemand anders. Ben Henderson, oh, sweet. Ja, mein Gott, was? Dann ist ja wohl eigentlich klar, wer hier in Zukunft was reißen wird. Ja, der Rest der Card, ach, komm, nicht interessant. Es wird Zeit für unseren Fight. Es ist der 19., ne? Ja, 16-2 steht's. Also ist das der 19. Fight jetzt. Ist schon eine ganz schöne Nummer, ne? Aber ich freue mich drauf. Der 19. Kampf gegen Tito Ortiz im Co-Main Event von UFC Fight Night. Coming up next, it is our Co-Main Event of the Evening. A light heavyweight showdown between the Wolf and the ultra-popular Huntington Beach bad boy, Tito Ortiz. From the year 2000 to 2003, Tito Ortiz used his ground-and-pound skills to reign over the light heavyweight division. Known for his wrestling, as well as his devotion to cardio training, the Huntington Beach bad boy is still capable of taking control of any fight and hammering his way to victory. Standing across from him in the red corner is the Wolf. Dazzling crowds and his opponents with his speed, this stand-up specialist will be looking to end the fight early and in spectacular fashion. Tito Ortiz war vor gut 10 Jahren tatsächlich der beste Light Heavyweight überhaupt. Gut, heute bzw. die ganzen letzten Jahre hat er nicht mehr wirklich viel gerissen. Aber das ist auch vollkommen egal. Hier geht's um den Namen, hier geht's um das Standing. Der gute Mann ist auch schon 40, Gottes Willen. We are now set for the official introductions. And with that, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. Three rounds of fighting in the UFC light heavyweight division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a submission fighter. He stands 6'2" tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Huntington Beach, California. The Huntington Beach bad boy, Tito Ortiz. And now, fighting out of the red corner. This man is a boxer. He stands 6'3" tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Munich, Germany. Rob the Wolf Lynn. And when the action begins, our referee in charge of this contest is Dan Mergliotta. Dan Mergliotta, our referee. Ich dachte mir, da lassen wir mal ganz kurz das Intro laufen, denn es ist ein verdammter Kampf gegen Tito Ortiz und jetzt geht's los! And here we go! Joe, how do you see this playing out for the Wolf? He's really come back from those two recent losses, starting to put together a winning streak. He's won three straight. Well, I think he has a chance to be a top contender in this division. A chance, but he seems to have really found his rhythm in there. Ja, die haben das ganz gut bemerkt. Okay, gut, dass ich hier den Takedown gekriegt habe. Hoi, hat er mich schon direkt benommen gemacht. Das darf nicht nochmal passieren. Das darf nie nochmal passieren. Oh, das eigentlich auch nicht. Ich muss da unbedingt ganz dringend wieder raus. Ich war schon mal benommen. Uiuiuiui. Okay. Das kam überraschend.
Da muss, oh Gott, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber sie haben es an sich ja schon ganz gut bemerkt. Ich bin wirklich gut zurückgekommen von meiner Miserie, von den zwei Niederlagen. Oh! Oh, da hätte ich jetzt eigentlich richtig zuschlagen müssen. Ah, da war er offen, da war er offen. Oh, fuck. Okay, 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 ruhig, 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 ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Und shit, und nachsetzen. Okay, nachdem ich jetzt hier eher, nachdem es eher nicht so gut aussieht für mich. Oh, was? Oh, so sollen wir aufstehen. Okay, schön, schön, schön. Und jetzt noch Spinning Backfist, schön. Okay. Ich bin angespannt. Vor allem, weil er mich gerade eben schon mal benommen gemacht hat. Oh, der war gut. Schön ausgewichen. Und wieder schön ausgewichen. Oh, sowas muss man immer ausnutzen, wenn er daneben... Fuck. Nein. Das ist hier noch nicht vorbei. Das ist hier noch nicht vorbei, mein Freund. Du warst kurz davor. Aber ich bin irgendwie davor, jetzt das über die Zeit zu retten, wenn ich ehrlich bin. Komm, ja, wofür haben wir den Zeit-Suplex denn gelernt? Komm, so wach! Oh! Puh, das war jetzt geil. Der Zeit-Suplex hat uns jetzt gerade eben echt in eine verdammt gute Position gebracht und hat ihm ordentlich zugerichtet. Habt ihr gesehen, der kam schon mal 5 Schläge ordentlich durch, ne? Alter, ein ausgeglichener Fight. Richtig hart. Der Gegner wird nicht mehr viele Kopftreffer aushalten. Das ist mir bewusst, Mann. Aber ich auch nicht. Zweimal schon benommen. Das war dann eine Millisekunde vom Ende. Das macht mein Herz gar nicht mit. Ich darf nicht so lange am Stück spielen. Das macht mich wahnsinnig. Aber ich hatte Wunden. Oh, leck. Oh, und dann noch gleich nachgesetzt, ey. Das hätten wir auch, hätte auch vorbei sein können. Also wir hatten da teilweise schon ziemlich viel Glück. Vor allem der hat mich ja hart gerockt, ne? Uff. Da schaut's euch an. Bam. Naja. Und da dachte ich eigentlich echt, ist vorbei. Ich war da so offen eigentlich. Aber Gott sei Dank habe ich ihn wegstoßen können. Sonst wäre es vorbei gewesen. Okay. Was? Headkick? Okay, mach mal Headkick. Ariane. Okay, Headkick. Mach mal jetzt einen Headkick. Headkick! Geht nicht. Spinning Backfist! Bam! Headkick! Schön! Und nachsitzen! Fuck. Hab verkackt. Headkick? Nein! Oh, ich dachte schon, der fängt mich jetzt wieder ab oder so. Nein, nicht da. Weg, der muss da weg. Ohne Witz, der muss da weg. Komm, lass uns da weg. Komm, bitte. Komm, trenn uns! Der macht da nix. Okay, psch. Und da rennt er gleich rein, ey. Oh Gott, der rastet aus. Spinning Backfist! Oh, Headkick! Oh Gott, hör auf. Und Takedown! Nein, du sollst einen Takedown machen! Ja, oh, der ist nicht schlecht! Ja, der ist ein Suplex! Wunderbar! Nein! Fuck! Oh, fuck! Sorry, dass ich so oft jetzt hier fluchen muss, aber... Ich muss echt... Tito Ortiz. Es ist Tito Ortiz, da muss man aufpassen. Okay. Und aufstehen. Der geht bestimmt jetzt sofort in die Verteidigung. Und. Nein. Nein! Oh fuck! Okay. Nein, das war nicht gut. Oh nein! What the fuck? Okay, das war hart. Irgendwie unten halten. Sorry Leute, ich komme da nicht anders raus. Ich will den Kampf gewinnen. Scheiße, Side Control. Boah, die Side Control. Ey, komm, hallo? Die Side Control? Hallo? Wechseln! Wow, what a display.
Ortiz with the victory. Here we see it one more time. Look at it from this angle. Nee, finde ich nicht in Ordnung, dass er da abgebrochen hat. Ich habe mich definitiv noch intelligent genug verteidigt. Also das war noch nicht vorbei, finde ich. Das hat mich jetzt überrascht am Ende. Nee, finde ich nicht in Ordnung. Ladies and gentlemen, referee Dan Murgliata has called a stop to this contest at 3 minutes 47 seconds of the second round. Declaring the winner by TKO, the Huntington Beach Bad Boy, Tito Ortiz. Tito Ortiz, the Huntington Beach Bad Boy, reigns supreme. Tja, was soll man sagen? Es ist ein Wunder, dass er eigentlich nicht down gegangen ist. Schade. Aber gut, er hat Gas gegeben von Anfang an. Das muss ich ihm lassen. Also ich dachte ja eh schon, dass ganz am Anfang, dass es da direkt vorbei ist. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht, dass er den Kampf abgebrochen hat, weil ich bin der Meinung, dass es hätte schon weitergehen können. Also ich war da noch nicht so kaputt. Es war zwar knapp, aber ich bin der Meinung, da hätte man schon noch weitermachen können. Naja, kann man nichts machen. Wir nehmen die Niederlage hin. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nach den ersten zwei Niederlagen nicht mehr verlieren und jetzt einfach nur noch gewinnen. Das wäre ja auch langweilig. Von daher ist das okay. Es ist so ein bisschen schade. Aber da kann man jetzt soweit nichts machen. Wir haben unseren dritten Kampf verloren. Aber ich schäme mich nicht gegen Tito Ortiz. Ich bin schon fast davon ausgegangen, das habe ich ja eh schon gemeint. Er war ja auch deutlich stärker, der Gegner. Es war ausgeglichen, wir hätten es gewinnen können, haben wir aber leider nicht. Er ist gut ausgewichen einigen Schlägen am Ende. Naja, oh, das ist ja mal Flynn, also jetzt, man muss ja auch nicht übertreiben unbedingt, oder? Okay. So, ja, was haben wir denn dann? Ja, Thiago Silva wäre eigentlich jetzt bescheuert, wenn ich den mache, weil der ist einfach noch besser. Gary Washington, Vorbereitungskampf, sowas habe ich mir schon eher vorgestellt. Ja, zum Aufbauen jetzt. Außerdem, ja, gegen Bader mache ich eh nicht. Nee, da überlege ich nicht lange. Ich gehe in ein Co-Main-Event und werde jetzt erstmal meine beiden restlichen Moves noch aufs Maximum bringen. Wenn ihr euch fragt, ja, wie Moment mal, die beiden restlichen Moves. Du hast doch dein Jumping Knee jetzt schon aufs Maximum gebracht. Das ist richtig. Es gibt aber noch einen anderen Move, der kurz vorm Maximum ist. Und das wäre der High Kick. Und genau den möchte ich jetzt nämlich auch noch kurz aufs Maximum bringen. Das sollte alles nicht schwer sein, weil die ja beide, genauso wie die Spinning Backfist, kurz vor dem Ende ist. Und ich brauche jetzt einfach die beiden Moves, sind jetzt noch die zwei, die mir... Ach, den rechten High Push Kick, den haben wir noch nicht mal Level 2 erreicht. Ach, scheiße. Dann müsste ich... Ach, das kann er automatisch. Das letzte Ding schafft er wohl auch selber, oder? Ja, das kann ich mir jetzt auch sparen. Dann machen wir das nämlich so. Und den rechten High-Push-Kick machen wir jetzt nochmal selber. Flynn, Washington ist einer der Besten der Klasse. Das wird eine Schlacht. Es wird eine Schlacht. So, dann machen wir jetzt noch den rechten High-Push-Kick. Und ich schaue jetzt einfach mal, dass ich da jetzt irgendwie auf 5 Sterne komme. 4. Und dann eventuell könnte es sogar für Level 3 reichen. Weiß ich jetzt aber nicht, weil letztens sind wir ja auch mit nur 3 Sternen über ein Level hochgekommen. Vielleicht reicht's ja, aber dazu muss er natürlich auch erstmal durchkommen jetzt die ganze Zeit und das ist ja schon wieder schwer, wir sind ja hier schon wieder gegen Cain Velasquez und ich bring einfach mal ein paar Moves durch, immer mal wieder und ich hoffe, dass der ein oder andere auch mal wieder trifft, aber der verteidigt hier schon wieder super, obwohl, wenn wir mit dem Tempo weiterkommen, ihr seht das, links auf dem Körper, rechts hoch, die Taktik funktioniert super eigentlich, komm, das schaffen wir doch jetzt mal, okay, jetzt werde ich müde, jetzt muss ich aufhören. Jetzt muss man ein bisschen chillen. Ha, bis zum Ende. Das war doch nicht schwer jetzt. Komm, gib mir Level 3 jetzt, bitte. Wir haben es perfekt gemacht. 4 Sterne, Level 3, damit ich den Move nicht nochmal machen muss. Komm schon, gönn es mir. Scheiße. Naja, egal. Dann machen wir den irgendwann auch nochmal.
So, also, es steht eine Schlacht bevor. Flynn hat's angekündigt und ich glaub's ihm sogar. Denn, oh, der hat eine 10-3-Statistik. Also der ist auch eigentlich echt nicht schlecht, ne? Ja, wir mussten mal wieder eine Niederlage eingestehen. Ist aber okay. Ist wirklich kein Problem. Und jetzt, ihr habt's ja gesehen, nach einer Niederlage komme ich sehr gut zurück, ne? Und zwar better than ever. Und ich glaube, besser denn je kann ich nicht zurückkommen, denn wir waren gegen Ortiz nicht schlecht. Und mal schauen, was wir jetzt gegen Washington reißen werden. Ich gebe mir die beste Mühe, das wisst ihr ja wie immer. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zugucken, danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal im Octagon.